Hallo, liebe Gartenfreunde. Ich begrüße Sie heute mal wieder bei Kömpf24. Kömpf24 möchte Ihnen heute das neue Pfahlfundament vorstellen. Warum neues Pfahlfundament? Die Firma Kömpf bietet ein Pfahlfundament an, welches zurzeit mit Einschlaghülsen verarbeitet wird. Wir, die Firma Kömpf, haben sich eine schlankere, elegantere Lösung über die Wintermonate überlegt und möchten Ihnen natürlich heute unser System vorstellen. Dieses System ist ein Erdschraubensystem. Diese Erdschraube gibt es in verschiedenen Längen, die man benötigt, je nach Bodenbeschaffenheit. Diese Erdschrauben können gesetzt werden in jeden Art von Boden. Das heißt, auch wenn leichte Steine drin sind, wäre es möglich. Ein gewachsener Boden ist natürlich am besten. Diese Erdschrauben gibt es aus dem Grund in verschiedenen Längen. Wenn wir ein Gefälle haben, so wie es jetzt hier bei mir auf dem Grundstück dargestellt ist, ich ein Gartenhaus aufbauen möchte, bekomme ich natürlich so nicht aufgebaut. Das heißt, ich setze meine Erdschrauben, schaffe ein nivelliertes Fundament, welches ich mit den Erdschrauben als Grundstart herstelle. Das bedeutet, meine Erdschraube kann ich im höchsten Punkt mit kurzer Länge verwenden. Das bedeutet 300 oder 600 mm und nach unten, je nach Gefälle, sind keine Grenzen gesetzt. Man sollte doch hier darauf achten, dass immer ein stabiler Untergrund gegeben ist, sodass Ihr Gartenhaus auch fest steht. Ich werde Ihnen heute demonstrieren, wie wir dieses Erdschraubfundament montieren bzw. erstellen. Für die Erstellung des Erdschraubfundamentes sei zu sagen, man kann es von Hand eindrehen, welches bei normal gewachsenem Boden ohne Problem möglich ist. Jedoch bei einem Boden, der vielleicht Steine beinhaltet oder die ein oder andere Wurzel, sollte man dann doch mit der Maschine machen. Die Maschine bedeutet, die Firma Kömpf führt gerne die Installation und Aufbau ihres Pfahlfundamentes und Gartenhauses durch. Dafür bringen unsere Monteure diese Maschine mit. Diese Maschine ist speziell dafür entwickelt, um diese Erdschrauben in den Boden zu bringen. Das bedeutet, wir nivellieren unsere Erdschrauben aus, befestigen darauf Winkel sowie unser Konstruktionsholz, welches Ihnen dann auch demonstriert wird. Ich würde einfach mal die Vorführung beginnen, so dass Sie sich eine Vorstellung machen können, wie das funktioniert. Und im Nachhinein würde ich Ihnen einfach noch mal ein paar produktrelevante Informationen zu der Erdschraube mitteilen. Ich starte mit der Vorführung, wünsche Ihnen viel Spaß. Das heißt, die Erdschraube wird gesetzt. Wir haben hier einen sogenannten Widerstand, der eingesetzt wird. Wir können die Maschine starten. Die Maschine dreht die Erdschraube auf die gewünschte Höhe. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen lauter geworden. Ich habe die Maschine jetzt nochmal gestoppt. Ich werde im Nachhinein die Erdschraube auf die gewünschte Höhe bringen. Und dann werde ich mit meiner Erklärung fortfahren. Ich werde jetzt die Maschine kurz lösen. Wie Sie sehen, ist die Erdschraube jetzt sehr bodennah eingebracht. Jetzt fragen sich natürlich die Leute, wie bekomme ich jetzt mein Holz auf diese Erdschraube befestigt? Dafür haben wir einen Befestigungswinkel direkt im Set mitgebracht, welcher mit einer Schraube auf der Erdschraube fixiert wird. Das bedeutet, ich kann den Winkel in jeder Art der Position, welche ich benötige, fixieren und befestigen. Der Winkel liegt auf der Erdschraube auf. Ich habe hier einen Höhenversatz von 10 mm. Dies dient dazu, dass unser Konstruktionsholz, KDI-Holz, nicht direkt mit Wasser in Berührung kommt. Wenn Wasser kommt,
kann das Wasser direkt ablaufen durch spezielle Abkantungen und Bohrungen an der Seite. Somit liegt Ihr Holz immer im Trocknen. Das bedeutet, wir haben jetzt unsere erste Erdschraube gesetzt. Wir werden jetzt die zweite Erdschraube setzen. Das bedeutet, unser Niveau herstellen und dann werden wir das Konstruktionsholz darauf installieren und befestigen. Wir werden jetzt unsere zweite Erdschraube sehen. Wie Sie sehen, haben wir hier in unserem Demonstrationsgelände ein Gefälle. Dieses Gefälle werden wir mit unserer Erdschraube ausgleichen, so wie ich Ihnen das vorher ab erklärt habe. Wir schauen jetzt hier, dementsprechend haben wir hier circa ein Gefälle von circa 15 cm. Diese 15 cm gleichen wir mit unserer Erdschraube aus. Die Erdschraube endet hier, darauf befestigen wir dann unseren Winkel. Auf diesen Winkel, wie vorab schon gesagt, kommt dann unser Konstruktionsholz. Die Erdschraube wird angesetzt. Hier ist es relativ einfach. Schöner gewachsener Boden. So einfach ist es leider nicht immer. Deshalb empfehle ich auch immer wieder unseren Kunden den Montageservice von Kömpf24, die dann Ihnen das Leben, die Montage vereinfacht. Sie sehen, die Maschine ist auch nicht unbedingt gerade leicht. Deshalb ist es auch wichtig, die dementsprechend richtig zu positionieren. Auch hier drehe ich jetzt unsere Erdschraube mit der Maschine wieder ein. Ich werde den Vorgang so weit fortführen, dass wir mit der Erdschraube auf dem Niveau 0 sind und dann Ihnen zeigen, wie die Befestigung vonstatten geht. Die Nivellierung bei unseren Monteuren erfolgt natürlich bei großen Projekten nicht mit der Wasserwaage, sondern mit einem Laser. Ich zeige Ihnen das jetzt mal mit der Wasserwaage. Mein geschultes Auge sagt mir, ich bin jetzt schon gerade. Unser Kameramann wird Ihnen jetzt mal das Höhenniveau darstellen. Wie man sieht, haben wir jetzt hier diesen Höhenausgleich durchgeführt. Das bedeutet, jetzt könnte man bei einem Gefälle wie diesem das Gartenhaus montieren. Ich entferne erstmal die Maschine, dass sie uns nicht im Weg ist. Unfallverhütung geht vor. So, unsere beiden Erdschrauben sind jetzt auf dem Niveau 0. Dafür benötige ich dann als weitere Installation unsere Winkel. Die Winkel werden hier oben aufgeschraubt. Wir haben hier ein Gewinde. Der Winkel wird befestigt bzw. fixiert. Ich habe danach noch die Möglichkeiten, den Winkel in alle Richtungen zu verschieben, wie ich es benötige. Auch hier der Winkel auf diese Erdschraube montiert, sowie bei allen Erdschrauben, die Sie für ein Fundament benötigen. Die Anzahl richtet sich immer nach der Größe des Gartenhauses. Nachdem alle Erdschrauben auf das Niveau 0 gesetzt wurden, kann ich mit der eigentlichen Installation beginnen. Ich kann verschiedene Hölzer nehmen, ich kann dieses Kantholz nehmen, ich kann KDI-Hölzer nehmen, jede Größe, die gewünscht wird. Diese Hölzer werden dann auf den Erdschrauben befestigt, liegen hier auch auf den Winkeln auf. Wie vorhin schon gesagt, liegen nicht im Wasser. Wir haben hier einen Bodenabstand von ca. 2 cm. Somit ist auch hier keine Wasseraufnahme möglich. Diese Fundamenthölzer werden dann mit Schrauben
befestigt. Somit haben wir natürlich auch ein wunderschönes Bild. Das heißt, auch bei längeren KDI-Hölzern habe ich die Möglichkeit, das KDI-Holz direkt am Winkel zu stoßen. Das bedeutet, ich habe hier vier Schraubverbindungen und auch auf der anderen Seite. Und wir haben einen sauberen Verbindungsabschluss. Dies ist soweit die Erklärung der Installation des Schraubfundamentes. Noch gesagt, wie vorhin versprochen, kurze Details, was man dazu sagen kann. Wir haben ein schlankes Design, so fällt es auch am wenigsten in Ihrem Garten auf. Es ist eine feuerverzinkte Erdschraube, welche natürlich dadurch auch sehr langlebig ist. Und auch wenn man dann mal umziehen sollte, lässt sich dieses Erdschraubfundament jederzeit entfernen. Ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und für Ihre Geduld meiner Demonstration. Würde mich freuen, bei eines meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu können. Ihr Jens Schütt, Firma Kömpf24. Wiederschauen!